Ja gut, das hängt natürlich davon ab, wie die abgegolten werden, diese explodierenden Medikamentenpreise. Aber die Gefahr ist natürlich schon da, wenn das jetzt so teure Medikamente werden, dass da nicht mehr alles bezahlt wird von der Krankenkasse. Ich sehe vor allem das eigentlich als Notfallübung in Anführungszeichen. Einfach, wenn die Preise so explodieren, dann muss sich natürlich Bevölkerung und Staat auch ein Stück wehren können, und das wäre ein Mittel. Ja, die Medikamentenpreise sind ja regulierte Preise. Das heißt, sie werden auch ausgehandelt, und um hier, insbesondere wenn die so explodieren, die Preise, dann wird es jetzt schon nötig, dass da auch offengelegt wird, was denn diese Preise so teuer machen. Das ist ja für normalen Menschen wie mich gar nicht nachvollziehbar, dass da ausschließlich nur Forschung so teuer sein soll. An und für sich muss es möglich sein, dass regulierte Preise faire Preise bleiben. Und insbesondere Entwicklungsländer können sich diese Preise gar nicht leisten. Also sehe ich keinen Handlungsbedarf, dass da unser Wirtschaftsminister sich für einzelne Firmen einsetzen muss. Die können das sehr gut selber machen. Als Baslerin weiß ich das. Da muss jetzt unser Gesundheitsminister Alain Berset, aber auch der Wirtschaftsminister, die sollten schon mal mit den Pharmaleuten zusammensitzen und hier vernünftige Wege zu finden. Das kann nicht sein, dass diese Preise jetzt einfach immer weiter so steigen. Das kann sich dann nicht nur das Individuum nicht mehr leisten, sondern die gesamte Bevölkerung kommt dann da unter Druck, und das geht ja nicht.